Noch ungeschlagen in der laufenden Saison empfängt der AC Vals vor heimischem Publikum im oberen Playoff den RSC Inzing. Trotz zahlreicher Ausfälle gehen die Hausherren als klare Favoriten in die Kämpfe. Wenngleich man die Liga dominiert, wird trotzdem kein Gegner unterschätzt. Auf dem Weg ins Finale tritt der AC Vals zu Hause vor heimischem Publikum im oberen Playoff der ersten Bundesliga gegen den RSC Inzing an. Auswärts sicherten sich die Walser einen klaren 38:17 Sieg. Trotz der Übermacht des AC Vals darf kein Gegner unterschätzt werden. Im ersten Kampf des Abends in der Gewichtsklasse 57 Kilo griechisch-römisch trifft Helmut Mühlbacher auf Armin Zizkalatze. Mühlbacher kontrolliert den Kampf souverän und erzielt neben mehreren Hintermannwertungen noch drei Aufreißer. Schlussendlich siegt Mühlbacher durch die zweite Verwarnung von Zizkalatze mit 12:1. Punktestand nach dem ersten Kampf 4:1 für den AC Vals. Naja, leichte Aufgabe, darf ich jetzt nicht sagen, aber wir stehen halt kompakt sehr gut da und haben eigentlich durchwegs starke Leute drinnen und wieder herausragend heute der Mühlbacher Helle mit seinen über 40 Jahren und so, er ist eine Maschine für mich, super, super Leistung wieder. In der Gewichtsklasse 130 Kilogramm tritt Josef Dschugoschwili gegen Lukas Gastl an. 40 Kilogramm Gewichtsunterschied sind zu viel für Gastl und er gibt nach 30 Sekunden auf. Simon Machl trifft in der Gewichtsklasse bis 68 Kilo auf Wolfgang Nortz. Der international aktive Juniorenringer in den Reihen des AC Vals lässt Nortz keine Chance. Nach mehreren Aufreißern gewinnt er schlussendlich nach kurzer Kampfzeit auf Schulter. 4:0 Mannschaftspunkte für den AC Vals. Ja, durch das, dass ich die letzten zwei Wochen ein bisschen krank war und körperlich nicht ganz fit, habe ich heute probiert und geschaut, dass ich das ziemlich schnell ausmache. Und ja, ich glaube, ist mir ganz gut gelungen. Nun kämpft Florian Machl vom AC Vals gegen Michael Wagner vom RSC Inzing. Ein Kampf auf Augenhöhe. Der schwerere Wagner setzte sich am Schluss mit 10:5 durch. Höhepunkt des Kampfes war eine 5-Punkte-Schleuderwertung von Wagner. Einzig oder starke Mannschaft, das haben wir aber vorher schon gewusst, das haben in den letzten Jahren immer besser haben sie sich entwickelt und durch Nachwuchs, durch den eigenen auch immer gute Leute rausgebracht. Und ja, wie du sagst, der Gastl Dani ist jetzt gerade Vize-Studentenweltmeister geworden und hat auch sonst schon Medaillen gewonnen, also die haben wirklich eine starke Mannschaft. Und ja, also sie sind auf keinster Weise zum Unterschätzen. Im letzten Kampf griechisch-römisch trifft Christoph Burger auf Florian Trenkwalder. Burger, der schon auf internationale Erfahrung zurückgreifen kann, hat den Kampf fest im Griff. Er kann den starken Inzinger durch mehrere Standtechniken und Schulterschwünge immer wieder zwei Punkte abnehmen. Letztendlich gewinnt er durch einen Aufreißer mit 12:0. Ah, es ist so lala gegangen. Also ich hätte mir Kampfende schneller vorgestellt. Nachdem ich gesundheitlich ein wenig verkühlt auch noch bin, war das konditionell jetzt nicht so optimal, aber ich bin auch zufrieden. Also ich habe meinen Kampf souverän gewonnen und also kann man nichts eigentlich sagen. Im Freistil ist es abermals Simon Machl in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm, der überzeugt. Erneut ist sein Gegner Wolfgang Nortz. Er macht schöne Wertungen durch Beinangriffe, Aufreißer und Durchdreherwertungen. Nach 50 Sekunden gewinnt er den Kampf mit 12:0 Punkten. Der AC Vals schlägt den RSC Inzing mit 34:22. Ja, die Leistung von der Mannschaft war wieder einfach durchwegs eigentlich gut. Leider hat sich jetzt der Brezel Manfred wieder verletzt, was halt wieder ein großer Wermutstropfen ist für den Verein. War das schon eine Vorentscheidung für den 51. Meistertitel? Man soll den Tag niemals vor dem Abend loben. Das sehen wir dann am Abend des zweiten Finales. Ich werde zum ersten Finale nach Vorarlberg mitfahren. Und am Abend des zweiten Finales
wenn wir den Sieg erreichen, werden wir feiern. Dann sind wir stolz auf den 51. Titel, aber das sagen wir erst dann, wenn wir ihn tatsächlich erreicht haben.